Die Berge. Als Christoph das letzte Mal in die Berge fuhr, fragt er sich, warum es oben kälter ist als unten im Tal, wo doch eigentlich die Gipfel der Sonne näher sind. Der Frage wollte er mal nachgehen. Erstmal hat er sich was gebastelt. Einen Temperaturfühler an einem Stock. Das dazugehörende Thermometer und einen Höhenmesser. Und jetzt braucht er nur noch einen Berg. Die Zugspitze, der höchste Berg Deutschlands. Mal gucken, ob es da oben wirklich kälter ist. Praktischerweise geht eine Seilbahn hoch. Da kann er auch unterwegs schon messen. Hier unten den Höhenmesser auf 0 stellen. Und dann geht's los. Das Thermometer zeigt unten also 8,3 Grad. Schön hier oben, ne? Gleich 100 Meter höher. Und die Temperatur, lass mal gucken. 5,7, da oben im Eck ist es. 5,5. Sinkt immer weiter. Ein Blick auf den Eibsee. Hier ist noch Wald. Und was zeigt Christophs Gerät an? Ah, knapp 800 Meter und 2,9 Grad. Jenseits der Baumgrenze liegt Schnee. Muss also schon ganz schön kalt sein. Und die Ohren knacken. Der Luftdruck ist hier ja geringer. 1500 Meter, 2,3 Grad. Minus. Sieht ganz schön ungemütlich aus, so kurz vor dem Gipfel, oben in den Wolken. Mal gucken, wie kalt es hier oben auf der Zugspitze ist. Eiskalt. Knapp 2000 Meter. Minus 6 Grad. Mehr als 14 Grad kälter als unten. 2000 Meter tiefer. Das wissen wir jetzt. Aber wie kommt das? Die Wärme kommt ja von der Sonne. Bei uns soll das mal die Lampe sein. Und die Erde dieser Stein. Im Weltall, zwischen Sonne und Erde, ist es ganz kalt. Erst wenn die Wärmestrahlen der Sonne auf die Erde treffen, werden sie von der Erde aufgenommen und an die Luft um uns herum abgegeben. Die Sonne braucht also etwas, was sie erwärmen kann. Als der Christoph sich Postkarten von Bergen angeguckt hat, ist ihm dann was aufgefallen. Berge werden nach oben hin immer weniger. Unten breit, oben zum Gipfel hin schmal. Nach oben hin haben sie also immer weniger Masse, die sich erwärmen und die Wärme dann abgeben kann. Christoph hat sich mal einen eigenen Berg gebastelt. So einen richtig schönen. Mit Gipfelkreuz und Kühen und allem, was dazu gehört. Damit man sehen kann, wie viel dicker der Fuß des Berges ist im Vergleich zum Gipfel, hat der Wolfgang dann Trockeneisnebel gemacht. Der ist schwerer als Luft und legt sich, wenn er sich beruhigt hat, in einer Höhe um den Berg. Schon ist der Großteil der Felsen verschwunden. Die meiste Masse ist ja am Fuß des Berges, also unten. Und die Masse ist das, was von der Sonne erwärmt wird. Und die wird ja nach oben immer weniger. Jetzt ist kaum noch was übrig. Da kann man sich vorstellen, dass es oben ganz schön kalt ist. Und noch was ist Christoph eingefallen, als er sich die Bergpostkarten angeguckt hat. Nach oben hin wird die Luft ja immer dünner. Der Luftdruck nimmt nach oben hin ab. Der Luftdruck ist immer da. Wie stark er ist, das kann man daran sehen, wie er das Papier gegen das Glas drückt. Kann man umdrehen und loslassen. Hält, ohne Kleber. Nur der Luftdruck, der von unten das Papier gegen das schwere Wasser drückt. Luft ist ja ein Gas. Das kann man in Abfüllanlagen in Flaschen pressen. Und wenn Gasflaschen befüllt werden, werden sie warm. Das liegt daran, dass das Gas sich erwärmt, wenn es zusammengedrückt wird. Kann man fühlen, kann man auch nachmessen. Das Thermometer zeigt an 42 Grad. Nicht gerade heiß, aber deutlich wärmer.
Beim Zusammenpressen wird die Luft also wärmer. Was aber, wenn der Druck weniger wird, so wie am Berg? Wenn Christoph das Gas aus der Druckflasche ablässt, dann nimmt der Druck schlagartig ab. Uns passiert das Gegenteil. Es wird eiskalt. Bildet sich sogar eine kleine Eisschicht am Ventil. Und weil Christoph jetzt weiß, warum es auf den Bergen immer kälter ist, guckt er sich die Berge lieber wieder von unten auf Postkarten an. Ganz gemütlich hier unten im Tal. Da ist es auch wärmer. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.